Heute ist der 9.9.2015. Mein Name ist Lothar Lange, lebe in Dresden und werde einen Text vorlesen, den ich einem Buch entnehme, das ich auf dem gestrigen Flohmarkt an dem Elbeufer, Käthe-Kollwitz-Ufer, für 50 Cent fand, und zwar von J.E. Porizki, Imago Mundi. Von der Liebe, vom Luxus und von anderen Leidenschaften. 5. Auflagen, Gebrüder Paete, Berlin, Leipzig. Und jetzt lese ich aus diesem Buch das Kapitel vor. Der Kreis der Kultur. 1. Teil. Weil der Begriff der Zivilisation die weitesten graduellen Unterschiede zulässt, weil etwa ein wilder Volksstamm, der keine Menschen mehr frisst und der bereits das Gewehr zur Hand haben weiß, schon zivilisiert ist im Vergleich mit anthropophagischen Stämmen, die nur den Giftpfeil kennen, muss man sich nicht besonders viel darauf zugute tun, wenn man nur Zivilisation besitzt. Selbst den höchsten Grad von Zivilisation haben, heißt noch nicht Kultur haben. Dass wir mit Messer und Gabel essen, danken wir der Zivilisation. Aber erst wenn wir manierlich essen, haben wir Kultur. Dass man Takt haben müsse, kann man wohl lehren. Aber dass man dann auch taktvoll sei, steht noch dahin. Kultur ist also ein Empfindungszustand, etwas weder Erlernbares noch Lehrbares. Es ist ein veredelter, gepflegter Instinkt, der einen mit derselben Kraft abhält, etwas Hässliches oder Unschönes zu begehen, mit der das Tier abgehalten wird, seiner Art untreu zu werden. Kultur ist nicht die segensreiche, deren Fahnen von einer bestimmten Menschengruppe bei festlichen Gelegenheiten immer hochgehalten wird. Sie, die Kultur, ist auch nicht daran erkennbar, dass sie in allen Büchern und offiziellen Reden hochgepriesen und zu Hause und inoffiziell missachtet und ignoriert wird. Sie ist auch nicht jene, die anwendbar ist auf seelische Zustände, auf staatliche und bürgerliche Einrichtungen, auf Kunst, ebensowohl wie auf Kartoffeln, Bazillen und so weiter. Kultur ist etwas, wovon eigentlich niemand kurz und bestimmt sagen kann, was es ist. Der bloß Zivilisierte hat seine Zivilisation, aber keine Kultur. Der Snob, der Kulturträger zu sein glaubt, hat nur seinen Snobismus. Der Gelehrte kann ein großes Wissen haben und kann von Kultur sehr weit entfernt sein. Der Künstler kann ein Genie und dabei ein Flegel sein. Ich glaube auch nicht, dass Goethe die verheirateten Philister im Auge hatte, als er sagte, die Ehe sei der Gipfel aller Kultur. Andere sind geneigt, unter Kultur eine Verfeinerung der Sitten und Gebräuche, Anschauungen und Gewohnheiten zu verstehen. Wieder andere definieren sie als das Alter einer Nation. Darum spricht man immer nur von der Zivilisation der Amerikaner, aber von der Kultur der Griechen. Andere verstehen unter Kultur eine hohe Stufe der Selbsterziehung. Andere Selbstbeherrschung in jeder Situation und noch andere, Oscar Wilde etwa, gäben nur dem Volke Kultur, das die Lüge zur höchsten Entwicklung gebracht hat. Aber es ist leicht nachzuweisen, dass alle diese Erklärungen unzulänglich sind.
Wenn beispielsweise die Lüge ein Gradmesser der Kultur wäre, stünden wir zweifellos auf einer sehr hohen Kulturstufe. Denn wir leben in einer Verlogenheit und in einer Ideenverwirrung, die kaum noch einer Steigerung fähig ist und die ungeheuerlich wäre, wenn überhaupt die Möglichkeit bestünde, ein Leben in Wahrheit und Ideenklarheit führen zu können. Sich auszubreiten und zu vermehren wird immer das erste Gebot der Rassen und Individuen bleiben. Die Bibel hat sogar ein göttliches Gebot daraus gemacht, und der Staat würde sich selber entkräften, wenn er nicht ebenfalls auf dessen Erfüllung beharrte, der Geburtenquote. Andererseits untergräbt er aber durch systematische Verteuerung der Lebenshaltung den zeugungslustigen und zeugungsfähigen Individuen die Möglichkeit hierzu und nimmt ihnen durch einen unerträglichen Steuerdruck die Lust dazu, Kinder zu zeugen. Man predigt humane Ideen und entwickelt gleichzeitig den Völkerhass und den Krieg. Man propagiert den Weltfrieden, preist den Altruismus, die Gleichheit und Freiheit und kann das alles nur erreichen, indem man fortgesetzt seine Nachbarn bedroht und tiefer stehende Völkerschaften beraubt und ausbeutet. Man hat die Sklaverei verpönt, aber man schämt sich nicht, die Naturvölker zu unterwerfen, zu vertreiben, auszurotten oder im besten Falle sie für sich frönen zu lassen. Der Ertrag der eigenen Felder reicht nicht mehr hin, die europäischen Menschen und Haustiere zu ernähren. Wir nehmen also schwächeren Völkern einfach ihre Erträgnisse an Kaffee, Tee, Kakao, Tabak, Zucker, Reis, Mais, Baumwolle, Getreide, Brains und so weiter fort. Europa beherrscht den Weltmarkt nicht mit Mitteln der Kultur, sondern mit zivilisatorischen, nämlich mit Kanonen, Dynamit, Maschinen und Panzerschiffen. Wir protestieren öfters im Namen der Völkerrechte und der Nächstenliebe und verstehen darunter die Liebe zu uns selbst. Parasitenhaft vermehren wir uns auf Kosten anderer Rassen. Wenn die Statistik herausgefunden hat, dass wir am Schluss eines Jahrhunderts doppelt so viele Menschen wie am Anfang beherbergen und ernähren, dass wir Städte gebaut haben, Flotten und Eisenbahnen, so fragen wir nicht, ob es auf ehrliche Weise möglich war, sondern freuen uns, dass es so ist. Aber wir wissen, dass wir uns bei gleichender wachsender Bevölkerungsziffer gegenseitig ermordet hätten, wenn wir uns vom eigenen Boden und aus eigenen Mitteln hätten ernähren müssen. Wissen, dass wir nur Kraft des Goldes schwächerer Rassen und dank der Nahrungsmittel, die fremde Erdteile hervorgebracht, emporgewachsen sind und dass wir immer Steine für Brot gegeben haben. Zugleich treten wir als Beschützer der tiefer stehenden Völker auf, ähnlich wie wir das Getier des Waldes schützen, damit es Zeit habe, sich von unseren Morden zu erholen, sich aufs Neue fortzupflanzen, um von Neuem gemordet werden zu können. Denn die völlige Ausrottung der schwächeren Völker und jagdbaren Tiere hätte ökonomische Verluste für uns im Gefolge.
Wir nehmen den Naturvölkern ihre Güter und ihre Freiheit, ihre Arbeit und ihr Leben, ihre Sitten und ihre Götter und geben ihnen dafür Schnaps, Ketten und das Christentum, dem in Europa kein Mensch mehr nachlebt. Man predigt in einem Atem Selbstbeherrschung und Rücksichtslosigkeit, Selbstbegrenzung und Expansionsgier, Pflichtgefühl und Tyrannei, Vaterlandsliebe und Feindschaft, Mut und Unterdrückung, Männlichkeit und Unehrlichkeit. Selbst jetzt noch glauben Millionen gedankenloser Menschen des Abendlandes an irgendeinen göttlichen Zusammenhang zwischen der Militärmacht und dem christlichen Glauben, NATO. Und selbst von den Kanzeln wird göttliche Rechtfertigung für politische Raubzüge verkündet und Erfindungen von Explosivgeschossen werden auf göttliche Inspiration zurückgeführt. In vielen Ländern ist der Aberglaube nicht auszurotten, dass die Rassen, die sich zum Christentum bekennen, von der Vorsehung ausersehen worden seien, andersgläubige Rassen zu berauben und zu vernichten. Und trotz des scheinbaren Reichtums und Fortschritts gibt es das eine nirgends, das allein für all die tausend Verbrechen, die man im Namen der Kultur begeht, eine Entschuldigung sein könnte. Lebensfreude. Trotz der glänzenden ökonomischen Systeme erweisen sich alle geraubten Worte als Truggold. Die Reichtümer werden scheinbar in einem Danaeden-Fass gesammelt, denn je mehr die segensreiche Kultur fortschreitet, desto hoffnungsloser und freudloser wird der Mensch und desto unfruchtbarer wird das System des Geldes. Was mich betrifft, ich habe Kultur niemals dort gefunden, wo man so viel von ihr sprach. Ich neige überhaupt zu der Annahme, dass die breite Masse niemals Kultur haben wird, ohne behaupten zu wollen, dass dies ein großes Übel sei. Jedenfalls das, was ich unter Kultur verstehe, habe ich in der Geschichte und in der Gegenwart immer nur selten und nur bei Einzelnen gefunden. Dort, wo ich es weder erwartete, noch wo man wusste, dass man Kultur habe. Die Geschichte lehrt erstens, dass alle Kultur stets ihren Niedergang findet, sobald der kleine Kreis, auf den die Kultur naturgemäß immer beschränkt ist, nach einer gewissen Zeit in seiner Abgeschlossenheit gestört wird und endlich in größeren Kreisen, die einer weit niederen Kulturstufe angehören, aufgehen muss. Die Gemeinschaft, mit deren Interessen der Einzelne verwächst, schließt sich nach außen mit allen egoistischen Mitteln ab und fördert ihren Sturz durch das gleiche Absonderungsprinzip derjenigen Kreise, denen sie die höhere Kultur verdankt.